Europa muss eine gute Zukunft haben. Aber Europa wird nur eine gute Zukunft haben ohne Nationalismus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute vor 100 Jahren war der Erste Weltkrieg. Was wir in dieser Zeit alles überwunden haben, verdanken wir Europa. Es ist die größte Vision unserer Generation gewesen, dass Europa das wahrmacht, was die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben. Nie wieder Krieg in Europa und nie wieder Krieg aus Europa. Dass dies gelungen ist, dafür dürfen wir jeden Tag dankbar sein. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.